das. Du verteidigst es immer auf und du willst es nicht einsehen. Und deshalb sehe ich auch überhaupt keinen Sinn, weil ich habe wirklich gehofft, dass wenn ich mit dir rede, dass wir uns vielleicht darauf einigen können, dass du dich bei mir wenigstens für diese IQ-Los und Wissenschaftlerin und so Okay, entschuldigst. natürlich, Das wäre dazu mein tut Sinn. es mir leid, dazu tut es mir leid. Das ist alles, was ich hören wollte, dass es dir leid tut. Deswegen habe ich auch eigentlich versucht, mit dir live zu gehen, aber irgendwie wolltest du nicht. Ich habe dir heute, glaube ich, Doch, acht Anfragen ich geschickt. wollte, Ich habe dir aber ich acht hatte keine Anfragen Zeit. geschickt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht Acht gesehen. Anfragen, wie du abgelehnt hast, hast du nicht gesehen? Nein, das war es nicht du gewesen. Nein? Es war jemand anderes gewesen, aber Nein, nicht das war du. ich. Das war ich. Ist Ja, auch ich wollte egal. halt, du meinst heute, ne? Ich wollte aber niemanden dran nehmen, deswegen. Okay, dann sag das. Dann sag das von vornherein. Nicht dieses Trickserei so. Habe ich gesagt. Nein, nicht dir. Ich meine, zu live habe ich schon gesagt, alles. Dann habt ihr die Sache jetzt weit geklärt, ne? Ja, wie gesagt, also ich bin trotzdem kein Fan von dem, was du im Internet rüberbringst. Bin ich nicht, aber man muss es halt akzeptieren, Musst du so wie du nicht. es, Musst du ne? nicht. Nee, ich muss es akzeptieren. Also ich respektiere das nicht, aber ich muss es akzeptieren, weil ich finde es Natürlich. halt einfach schade, weil es gibt halt so viele Menschen, du hättest wirklich ein Vorbild sein können. Du hättest denen wirklich zeigen können, ey, trotz diesem ganzen Hass gehe ich dem Hass aus dem Weg und ich bin trotzdem stark. Und das zeigst du leider den Guck Leuten mal, die nicht. Sache ist, ich verstehe, Du sagen bist ist leider immer leicht, der, der machen ist trotzdem noch einen schwer. draufhaut. Aber guck mal, die Nee, Sache du ist, ich kannst habe es es machen. Ich oft habe es auch versucht. geschafft. Ich habe es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft. Das wird nicht klappen. Ich habe es Ich habe auch keine geschafft. Freunde. Ich hab, Darf ich dir vielleicht das hast du sagen? Freunde. Oder Ich habe glaub mir. keine Freunde. Meine 21 Lebensjahre habe ich immer alleine verbracht und ich wurde so oft geschlagen, so oft verfolgt. Das weißt du nicht. Das kannst du nicht beurteilen. Okay, Ich kann nicht ey, davon weggehen. Mark, hörst du mich? Das darf oder. Auf jeden Fall, guck mal, du sagst, du musst alleine kämpfen, du hast keine Freunde, alles schön und gut, das ist auch nicht schön, sowas. Aber wie wäre es, wenn du mal ein bisschen deinen Charakter ändern würdest und ein bisschen netter zu den Menschen sein würdest und nicht direkt ausrasten würdest? Vielleicht machst du dir dadurch Freunde. Warte, lass mich kurz mal Natürlich mache ich ausreden. mir dadurch Freunde, weil ich lasse mich nicht runterziehen. Denkst du, das Du mache ich machst doch ja aber ab, dadurch wenn keine ich mich jetzt Freunde. meinen Charakter Ich bin ein ändere? Mensch, guck mal, ich bin ein Mensch, ich kann mit jedem befreundet sein. Ich kann auch mit dir befreundet sein. Mit Queen Gypsy war ich heute live und ich habe mich mit Queen Gypsy heute so gut verstanden. Wieso kann ich mich nicht mit dir gut verstehen? Weil du einfach direkt ausrastest. Iman hat ganz normal aus einem Respekt, lass mich bitte ausreden, respektvolle Art, höflich und auf freundliche Natürlich. Art ihre Meinung gesagt und du hast das so böse aufgefasst und hast direkt ein extremes Video, was heißt extremes Video, dieses Ikolo, dieses da, und wo wir live waren, du hast mich nicht einmal ausreden lassen mit deinem Schatz. Ich sag dir Aber ich, vernünftig, guck mal, die nenn Sache mich ist. nicht Schatz. Du sagst Schatz. Warum machst du? Muss doch nicht Aber. sein. Ja, das sage ich ja zu jedem, das muss man mit Humor Ja, wenn nehmen. ich zu dir sage, nenn mich nicht so, warum machst du das dann aus Provokation? Das ist auch nicht gut, was du machst. Du sagst, du machst es, um dich zu Aber verteidigen, aber beleidige ich dich dadurch? Du du nennst machst es das, du provokant, machst aus einer beleidige ich Mücke, dich? du machst aus einer Mücke, machst du einen Elefanten. Weißt du, Aber was ich meine? du siehst ja nur meine Fehler. Das ist das Ding. Du siehst nur Nein, ich sehe meine nicht deinen Fehler. Fehler. Ich sehe nicht deinen Fehler. Ich sehe auch andere, wie die dich beleidigen und was sie sagen über deine Mutter. Schon was Zeynep deine Mutter beleidigt, das geht gar nicht. Das wissen wir alle. Aber wir wissen auch, wie Zeynep ist. Wir wissen, wie Zeynep ist, aber wir wissen auch, wie du bist. Ich kam in dein Live ran, ich frage dich, was ist dein Problem? Und du direkt mit deinem provokanten Ja, Schatz, ich sag zu dir, nenn mich bitte nicht Schatz, du provozierst mich. Ja, Aber was bist du ist nicht denn das gesagt? daran? Okay. Klar, ja, wenn du nicht willst, mach, sag ich es natürlich nicht, aber du musst es ja mit Humor nehmen. Weil ich es ja nicht Ich nehme das böse aber nicht meine. nur, wenn ich mit dir auf Ernst was besprechen will. Dann Natürlich kommst ist du es ja auch mit. ernst. Es ist ja ernst. Es Ja, ist und ja dann ernst. kommst du mit diesem Satz, dann kommst dein Niveau ist so kurz wie mein Schwanz. Und dann heute Ja, in genau, deinem weil Livestream, du ja Schwanz, mir kein. Schwanz, Schwanz, Schwanz. Ich glaube, du bist schwanzgesteuert. Kann das sein? Hat auch nichts damit zu tun. So, ich meine nur damit, dass du halt mir bzw. mich kritisierst dafür, weil ihr mal denkt, dass ich nicht für Menschenrechte kämpfe, obwohl man in jedem Video sieht, dass wenn ich zuerst angegriffen werde, ich danach dazu lege. Also ein Nehmen und Okay. Geben, das ist so. Okay, Das aber ist das, was ich meine. Ich okay, kann das mir, verstehe ich. Das, was du gerade gesagt wenn hast, ich ist mir richtig. etwas gefallen lassen, ganz kurz, wenn ich mir etwas gefallen lassen würde, dann würde ich so viel Hate kriegen und das bin ich mir davon 100% sicher, bei Emine würde es genauso sein, dass wenn ich jetzt eine Dose abbekommen hätte und wirklich nichts dazu getan hätte, dann hätten jeden gesagt, oh, du bist eine kleine Pussy, du hast einfach eine Bin von einem ich. Mädchen kassiert und so, dann würde ich das immer wieder kriegen und immer wieder und andere Menschen würden dann sagen, warum bist du dumm und warum hast du dich nicht gewehrt oder so. Das ist Okay, eine guck Notwehr, die mal. ich gegeben habe. Elias, okay, Elias, sag ruhig erst. Ehre.
Auf jeden Fall, was geht ab, Burak? Ich bin Elias. Mich kannst du ruhig Schatz nennen, ich habe nichts dagegen. aber ich will mal so sagen, ich persönlich, wallah, ich hatte nie was gegen dich. Ich sag dir ehrlich, ich und meine Kollegen haben uns oft sogar deine Videos angeguckt, haben so dich gefeiert und so. Aber als die Sache mit Eamon passiert ist, so mäßig, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt, weil Eamon hat wirklich ein ganz normales, neutrales Video gesagt. Die hat gesagt, ich bin auf keiner Seite, hat ihre Meinung gesagt und hättest du an der Stelle ganz normal gesagt, ja, okay, das ist deine Meinung, die muss ich akzeptieren, dann hätte, voilà, mein Respekt für dich, der wäre so. Aber du hast ein bisschen an Respekt verloren bei mir, weil... Aber die Sache ist, dann würde ich es ja abstempeln, dass ich eben nicht für Menschenrechte kämpfe und was falsch ist. Ich kämpfe für Menschenrechte, weil ich für Menschen etwas Gutes tun möchte. Weil ich kenne diesen Brutalität, ich wurde angespuckt, ich wurde beschimpft, ich wurde getreten, mit mir wurde alles getan. Und ich will, dass es endlich die Sache beendet, also einen Frieden gibt. Ich glaube dir das ja auch. Ich setze mich ja nicht hier hin und sage, nein, Burak will nicht für Menschenrechte kämpfen. Aber Burak, vielleicht kann das ja sein, dass du das alles komplett falsch angehst. So, Jani, Dann sag mir, was meint sie damit? Die meinte halt, also ihr größtes Problem war deine Aussage, dass du gesagt hast, ja, ich bin Frauenschläger und ich bin stolz drauf, so. Nein, das war jetzt wegen Zeynep gemeint. Weil die Sache ist, es hat nichts, guck mal, aber warte mal, Zeynep, die Sache ist, jetzt, damit wollte ich dann auch sagen, dass die Frauen die größten Pussy sind, dass sie wirklich keine Kraft haben. Und damit wollte ich dann die Frauen auch runterkriegen, oder was? Im Gegensatz müsst ihr doch auch mal sagen. Nein, du hast das komplett falsch verstanden. Frauen sind auch stark. Oder? Frauen haben auch starke Persönlichkeiten. So müsst ihr doch denken, Eamon ist so das perfekte Beispiel dafür. Eamon ist auch eine starke Frau. Ja, aber ihr sagt ja, warum dann Frauenschläger? Damit wollt ihr doch dann sagen, dass Eamon sehr, sehr schwach ist. Ist doch auch nicht korrekt. Du bist ein Mann. Nein, aber ich sag mal so. Immer stärker. Du bist ein Mann. Ich darf sagen? Ich bin halt nur ein bisschen größer als die. Deswegen habe ich auch Kraft. Klar, wenn sie auch größer als ich, würde sie mich auch weghauen. Lass kurz bitte E-Mail reden. Ich entstumme euch. Okay, dankeschön. Burak, ich erkläre dir mal ganz kurz, wie ich das gemeint habe mit... also das, was Elias meinte. Danke, Elias, erstmal dafür. Und zwar ist es so, dass ich meine... Menschenrecht. Menschenrechte sind halt, dass jeder gleichberechtigt wird, dass jeder sein Recht hat, so zu leben, wie er möchte, jeden lieben kann, wen er möchte. Einfach, dass jeder das gleiche Recht hat. So. Das Ding ist aber, du sagst, du kämpfst für Menschenrechte, aber ich glaube, du hast falsch verstanden. Also du hast es einfach falsch verstanden, wie man für Menschenrechte kämpft. Ich glaube, das, was du einfach meinst, ist, du verteidigst dich selbst. Du verteidigst dich selbst, du kämpfst für dich selber. Das, was du tust, warum kämpfst du dich selber? Ich kämpfe für die Menschen, die auch Hilfe brauchen. Okay, ich hab langsam das Gefühl, dass egal was... Bruder, guck mal, ne? Das, was die meinen, ist, was machst du, um für Menschenrechte zu kämpfen, weißt du, das meinen die. Was tust du? Ja. Was machst du? Ich tue es ja nicht nur für mich, ich tue es für die anderen. Warum ist es denn so schwer, das zu verstehen? Ich meine, ja, deren Frage ist, was tust du dafür? Also, was machst du? Ja, genau, gegen Mobbing halt. Man soll sich nicht runterziehen lassen, man soll immer wieder eine Antwort halt darauf zurückhaben. Man sollte mal eine Antwort zurückgeben. Aber wo machst du das? Also warte mal, warum ich das mache? Warum schießen dann Hater gegen mich? Nee, wo machst du das? Das macht doch gar keinen Sinn. Wo zeigst du das, Bruder? Weißt du, was ich meine? Warum die Leute so abgefuckt sind? Du sagst mal gegen Menschenrechte, aber man sieht das nicht. Das meinen die. Aber warum sieht man das nicht? Ich kämpfe doch für euch. Ich kämpfe doch, damit ihr euch nicht runterziehen lässt, damit ihr mal stark bleibt und gegen Hatern einfach, weißt du, was ich meine? Also ich darum finde, redet denn jetzt nicht. Aus diesem Grund schießt es gegen Menschen. Ein bisschen verstanden. Ich habe deinen Sinn ein bisschen verstanden, aber ich glaube, du selber hast das auch nicht ganz verstanden, was es ist, wenn man für Menschenrechte kämpft. Queen Gypsy ist eine, die für Menschenrechte kämpft. Weil sie redet in der Mehrzahl. Sie redet in der Mehrzahl. Du redest immer nur über dich und dich. Das ist das. Ich rede nicht über mich. Doch, du hast ja nur Streitereien, Burak. Weißt du, was meine? Mama, aber guck mal, wie gesagt, ich kann mich ja nicht verdoppeln. Geht ja nicht. Ich werde ja angegriffen. Ich glaube, das führt wirklich nichts. Du verstehst das einfach nicht, Burak. Boah, egal, ehrlich, sonst raste ich gleich aus. Das macht halt gar keinen Sinn, weil ihr denkt immer nur, dass ich für mich kämpfe. Ich kann mich nicht verdoppeln, dass ich für Menschenrechte kämpfe. Es muss ja nur eine Persönlichkeit geben. Aber ich kämpfe auch für euch, damit ihr euch nicht runterlassen sollt. Bin ich dumm oder bin ich dumm? Bin ich dumm?
Würdest du dich schlagen lassen? Ich? Ja, zum Beispiel. Ich wurde im Bus angegriffen. Mir wurde